Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Sibirien und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 2 erreicht und wir stehen auf Rang 63 mit 16 Siegpunkten. Und wir haben den allrussischen Staat besiegt. Das gelang alles über Nacht. Die KI war nicht sehr stark. Wir konnten all diese schönen 4 Provinzen einnehmen. Und ja, wir haben die jetzt. Omsk ist noch nicht moralisiert, das muss noch passieren, denn der Tageswechsel kam ja schon gestern. Wir sind ja ziemlich spät hier erst reingestartet. Das heißt, wir werden dann erst auch in 9 Stunden dann die Früchte unserer Arbeit sehen. Aber wir greifen bereits weiter an, denn wir haben Gespräche geführt mit Burma tatsächlich. Myanmar hat uns angeschrieben, ob wir denn früher oder später mal kooperieren möchten. Wir haben noch keine Koalition. Das klang erstmal sehr sympathisch. Das heißt, ich habe gesagt, ja, wäre sinnvoll, gerade auch, weil ich ja eh vorhabe, in die Mongolei einzumarschieren, die gerade auch Burma angreift. Das heißt, wir könnten uns sehr, sehr bald verbinden und hätten dann schon bereits einfach ganz Asien in zwei geteilt, als Zweierallianz. Indem man eine Allianz geschickt, die haben wir noch nicht angenommen, sind aber auch gerade, glaube ich, nicht online, die werden ja gerade attackiert auch noch, die sind, glaube ich, gerade im Bett oder so. Das heißt, wir werden dann sehen später, wie sie sich entscheiden. Wir greifen erstmal die Mongolei an, die ist nämlich gerade free für uns zum Nehmen. Und wir haben natürlich Provinzen eingenommen. Das heißt, wir können jetzt in die Operation schauen und wir können uns hier was abholen, nämlich die Operation Tapferkeit und Operation Trommelfeuer. Da haben wir jetzt Dinge freigeschaltet. 100 Medaillen für Hank Callahan und 20 Medaillen für den guten Bruchmüller. Das kriegen wir und noch ein paar kleine Sterne im Fleißheft. So, wir holen uns das ab und freuen uns sehr. Hurra! Und ihr hetzt... Heldenmedaillen, du hast deine erste Heldenmedaille erhalten. Tippe hier, um zu erfahren, wie du damit Helden freischalten kannst. Ja, das wäre schön. So, Helden erhalten. Du kannst zahlreiche Helden erhalten. Jeder davon erfordert spezielle Medaillen zur Freischaltung oder Beförderung. Ja. Blum. Georg Bruchmüller. Es sind Heldenmedaillen erforderlich, um Helden freizuschalten und zu befördern. Ja. Heldenfortschritt. Hier kannst du die Anzahl deiner eigenen sowie der zur Freischaltung erforderlichen Medaillen einsehen. Wir haben 20 von 100. Helden erhalten. Sammel weiter Medaillen, um alle Helden im Spiel freizuschalten. Das machen wir sehr gerne. Noch irgendwas? Danke, liebes Tutorial. Okay, wir haben jetzt also den guten Georg freigeschaltet, glaube ich. Der spawnt hier sogar mit einer Arti, ne? Das ist halt krass, aber den kann man erst an Tag 10 einsetzen. Also schon, doch eher, also dann fast schon, okay. Also das wäre ja schon krass gewesen, wenn der an Tag 1 möglich gewesen wäre, der Typ, weil das wäre ja, also eine Art hier an Tag 1 ist ja schon wirklich ein kleiner Vorteil. Plus noch die extra Feuerkraft. Dann hat die Art 10% Bewegungsgeschwindigkeit, das ist sehr, sehr sinnvoll. Aber auch nur alle Artillerieeinheiten, sie werden einfach angeglichen an die Infanterie so ein Stück weit. Der macht nicht alle schneller, der macht nur die Artis schneller, damit die dann eben quasi mit Infanterie mithalten können. Und die Artillerie... hat 10% mehr Schaden. Wow, 10% an Level 1 ist ordentlich. Wird dann erst später stärker, plus 25%. Hoha. Da könnten artig wieder Meta werden. Ich meine, überleg mal hier, plus Geschwindigkeit und plus Schaden, das ist natürlich dann schon relevant. Also, weil aktuell Artis sind ja, sie sind halt nicht mehr so gut wie Panzer, ist das Problem. Die sind nicht spezifisch sehr viel schwächer, aber du kannst halt mit Panzern viel mehr machen. Und ein großer Grund, warum ich auch sage, warum Panzer besser sind, ist klar, zum einen ist es einfach risikoärmer. Du kannst halt einfach reinrennen und du gewinnst halt. Wenn ein Gegner eine Arti-Armee hat, dann verliert er immer den Nahkampf. Immer, ne? Außer der ist halt absolut größer als du und hat auch noch eine Panzerarmee, mit der er dann verteidigen kann. Wenn er nur Artis hat, dann kann er so viel haben, wie er will. Er wird dann den Kampf am Ende verlieren, weil du bist ja schneller als er mit deinen Panzern. Du kannst ja rankommen an die Artis, er nicht. Das heißt, der Arti-Spielstil erfordert eine unfassbar hohe Aktivität und eine sehr große Risikobereitschaft, weil du halt immer damit rechnen musst, dass der einfach auf dich drauf rennt, dann musst du halt wegrennen, musst eine Stellung verlassen, ist egal, Festungen sind jetzt gebufft worden, die sind jetzt besser, das hilft, aber du musst am Ende damit rechnen, dass du einfach überrannt wirst. Mit Artis, da kannst du halt schießen, wie du willst, du brauchst ein paar Stunden dafür, wenn der beim Nahkampf dich erwischt, dann hast du verloren, keine Chance. Und somit waren es die Artis einfach gar nicht wert. Also es gab fast nie einen Grund zu sagen, okay, ich will jetzt Artis, weil jemand, der aktiv mit Panzern spielt, wird immer gewinnen gegen den, der aktiv mit Artis spielt, wenn die Stärken ausgeglichen sind. Dann die gleich großen Länder wird immer der Panzerspieler gewinnen. Eigentlich fast immer. Das ist fast unmöglich, da zu verlieren. Das heißt aber jetzt mit diesem Boni hier, mit 25% mehr Schaden, das ist eine Menge, da werden Artis attraktiver, zumal sie ja auch noch schneller sind. Plus 20% Bewegungsgeschwindigkeit, dann werden sie langsam einfach wie eine normale Einheit. Und du haust halt kräftiger rein. Also, das macht's jetzt schon besser. Dass er nur 2 Artis bekommt, ist halt lachhaft, das ist nicht so wichtig. Das ist wirklich egal, diese Bodyguard-Einheit. Aber das ist halt schon ordentlich. Also, ja, ich kann's sehen. Also, das hilft der Artis schon ein bisschen. Und natürlich haben wir noch hier Herrn Callahan. Helden freischalten. Du hast genug Medaillen gesammelt, um diesen Helden freizuschalten. Tippe auf freischalten. Das machen wir mal. So. Perfekt, wir haben ihn freigeschaltet
Und wir bekommen gleich dann seine drei Leibwachen mit. Seine inspirierende Persönlichkeit hat er noch nicht erreicht. Ne? Der hat aktuell nur drei Leute um sich herum. Ist einfach ein Dude mit drei Freunden. Seine Stärke-Verhältnisse gibt es noch nicht. Also auf Level 1 gibt es 0. Erst ab Level 2 gibt es dann plus 5% in der Kampfstärke für Infanterie. Also auf Level 1, macht euch keine Sorgen. Hank Callahan ist noch nicht so ein wildes Ding. Der macht noch nicht so viel. So, schön, dass auch dieser Kreis mitkommt. Das finde ich sehr schön. Das ist sehr schön, dass der hier so... Oh, Kampfstatistik, dass er mitkommt, finde ich echt sehr schön. Defensiv, das ist sehr toll. Ich würde gerne den Fisch noch highlighten, das wäre schön, aber das geht leider nicht. So, spannend, dass er auch übrigens eine defensive Rolle hat. Klar, an sich ist er defensiv, weil er ja Infanterie hat, das ist ja eine defensive Einheit. Dabei hat er theoretisch Offensiv- und Defensivschaden, also eigentlich ist er ja gar nicht mal so defensiv. Er macht auch nur ein bisschen mehr Defensivschaden als Offensivschaden. Ja. Aber gut, er kostet 300 Fisch pro Tag, der Typ frisst wirklich eine Menge, wow. 300 Tonnen Fisch, ich meine... Fisch ist lecker, aber huiuiui. Und ja, der ist jetzt hier bei uns. Hooray. Heldenfähigkeiten. Glückwunsch, du hast deinen ersten Helden freigeschaltet. Jeder Held hat einzigartige Fähigkeiten. Klicke sie an, um mehr über sie zu erfahren. Haben wir schon gemacht, liebes Spiel. Haben wir schon getan. Tag der Verfügbarkeit. Das klingt wie so ein Feiertag. Helden sind erst ab bestimmten Tagen verfügbar. Einige von ihnen erfordern einige Tage Spielzeit, bevor sie eingesetzt werden können. Haben wir bereits gesehen. Hero Rarities. Warum ist das Englisch? Each hero is assigned a preset rarity, uncommon, rare, epic or legendary, which determines their strengths and abilities. Also jeder Held hat quasi eine Seltenheit und das sind halt die Werte, wie so bei Sammelkarten, da kennt man schon. Der ist also, der ist ungewöhnlich. Es gibt keine gewöhnlichen Helden, das ist schön, der ist ungewöhnlich, aber der ist nicht selten. Das ist noch gut, okay. Helden einsetzen. Deploy your first hero. Schön, dass hier die Hälfte übersetzt ist. They are permanent and will recover from defeat in battle, ready to be deployed again. Gut, das haben wir jetzt gemacht. Was wir noch rausfinden müssen, ist, können wir Helden eigentlich öfters haben? Also können wir jetzt quasi den Helden nochmal freischalten, dann separat einen anderen gleichen Helden leveln quasi für eine andere Karte? Geht das? Weil das ist natürlich spannend zu wissen, weil ansonsten, wenn Helden jetzt nämlich tatsächlich alle jeweils einzigartig sind, also wenn jetzt quasi jeder dieser Helden einmal besessen werden kann, nur, und einmal auf eine Karte eingesetzt werden kann, während er auf der einen Karte ist, kann er auf keine anderen Karten gehen, dann nervt das extrem hart Leute, die viele Karten auf einmal spielen, weil du dann immer einen Nachteil hast. Du willst ja nicht in der Karte beitreten ohne Held, weil wenn der Gegner einen Helden hat und am besten noch einen Infanterie, so ein Callahan hier, an Tag Nummer 1 einsetzt mit vollem Level, dann, okay, das ist nicht viel, plus 8%, das klingt jetzt mehr als es ist. Okay, das haben sie schon ganz gut gebalanced, das wäre jetzt krass gewesen, wenn der jetzt auch plus 25% bekommen hätte. Und noch 5 Infanteristen, das wäre ja schon ein ordentliches Ding, ne? Also überleg mal, der Gegner setzt halt so einen Typen ein, du hast keinen, dann hat der auf einmal 8% mehr Schaden auf seinem gesamten Infanterie-Stack plus noch 5 Infanteristen extra plus seinen eigenen Schaden. Boah, das ist schwierig, wenn du dann keinen Helden hast, um das auszugleichen. Also, das wäre spannend zu wissen, wie das dann aussieht. Ich habe extra noch ein bisschen weniger mich informiert, weil ich alles lernen möchte. Aber wir gucken mal. Erstmal platzieren wir jetzt Henry Hank Callahan. Heldenentsendung. Henry Hank Callahan wird jetzt entsendet. Sehen wir uns noch die Einsatzregeln an. Bitte tun wir das, ja. Henry Hank Callahan muss für 3 Minuten mobilisiert werden, wenn er entsendet wurde. Während des Mobilisierens können Helden sich verteidigen, aber nicht sich bewegen oder angreifen. Provinzmoral. Henry Hank Callahan kann nur in Provinzen entsendet werden, die mindestens 70% haben. Das sieht ihm sehr ähnlich. So. Der braucht 3 Minuten, der gute Mann. Und ich würde sagen, wir hauen den einfach mal hier nach Krasnojarsk. Da freut er sich bestimmt, mitten in Sibirien hier platziert zu werden. So, willkommen Henry Hank Callahan. Held entsendet. Dein Held wurde entsendet. Nach der Mobilisierung kann dein Held sich bewegen. Ja, da ist er auch schon. Wunderschön. Helden in der Armee. Heldeneinheiten sind auch in der Armeeleiste zu sehen. Tippe auf sie, um nähere Details und Werte anzuzeigen. Es wäre schön, wenn diese Sterne hier... Ich sehe gerade zum ersten Mal... Ist mir vorhin hier aufgefallen, dass diese Sterne hier auch korrespondieren mit ihrem Rang. Ist ein bisschen schwer zu erkennen, muss ich aber sagen. Wäre schön, wenn das hier irgendwie, also wahlweise auch das hier wäre, also nur dieser eine Stern. Oder wenn das noch ein bisschen deutlicher wäre, dass da nur einer markiert ist. Sieht sehr gleich aus. Vielleicht war das auch vorher anders. Ich habe immer die letzten Tage gesagt, das wäre doch alles Vollsterne Generäle. Ist ein bisschen schwer zu erkennen, dass nur ein Stern hier aufleuchtet. Ich glaube, dass das hier oben, das wäre ein gutes UI, wenn das auch hier wäre. Dieser eine Stern, dass man quasi erkennen kann, wie viele Sterne der hat. Weil ich nehme an, alle von denen gehen auf 5 Sterne. Das heißt, da kann auch einfach nur einer angezeigt werden und jeder weiß, was gemeint ist. Gut, wir haben ihn, er braucht jetzt nur noch 2 Minuten, dann ist er bereits da. Das ist doch cool. Dann wird er auch gleich seine 3 Infanteristen mitbringen, die sind schon da. Kann man die eigentlich abspalten? Kann man, ne? Die kann man mit wegnehmen. Das ist quasi seine Armee, die unter ihm liegt. Und wir können jetzt weitere Truppen reinsetzen. Das ist ganz schön, das ist gut zu wissen. Also ja, der erste Held ist da, die anderen, wir können uns hier den Georg noch nicht freischalten. Da brauchen wir noch ein bisschen, wir müssen mal gucken in die Operation. Denn wir kriegen jetzt hier nochmal 150 Heldenmedaillen.
wenn wir noch ein paar weitere Provinzen einnehmen, viele sind das nicht, die wir brauchen. Lass mich kurz gucken, dann haben wir ihn ja bereits auf Level 2 aufgerüstet. Henry Hank Callahan meldet sich im Dienst. Ja, das, Skills. Jede Fähigkeit hat einen eigenen Effekt. Bedenke, dass das Boni nur für die Stapel gelten, in der Held platziert ist. Das wissen wir schon. Freischalten, das Sterne-Level. Tippe auf einen Stern, um zu sehen, was in diesem Level verbessert wird. Im Einsatz verwundet. Schon. When the hero's hit points are reduced to zero, they are defeated and returned to your hero screen. Once the recovery time has passed, they can be redeployed. Ja. Gut. Das wissen wir. Haben wir aber nicht vor, ihn sterben zu lassen. Der ist ja relativ tough. Aber kann natürlich passieren. Aber der ist natürlich fürs Early Game ganz solide. Den können wir jetzt gut gebrauchen. Die drei Truppen, die helfen ein bisschen. Sein Kampfwert sowieso. Und wir können ihn ja auch dann sehr schnell aufrüsten. Wir brauchen dann nur noch dann Ulaanbaatar mit den Provinzen hier. Und dann können wir ihn sofort aufrüsten auf Level 2. Dann bekommt er auch schon die ersten Kampfboni. Und die gelten einfach für den ganzen Stack. Also wenn du dann einen 100er Stack hast mit ihm, der ganze Stack diesen Kampfbonus. Das ist schon sehr geil. Wie ist denn aber mit dem Aufleveln das dann? Also jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden. Leveln wir den jetzt einfach auf nur über die Medaillen oder kriegen wir die auch im Kampf? Also können wir den quasi Erfahrung sammeln lassen? Ist das jetzt so ein System? Weil das finde ich sehr geil, wenn quasi Einheiten, auch generell, das würde ich mir wirklich wünschen, liebes Beitro-Team, habe ich ja schon mal angesprochen, 1000 Mal, wenn quasi Truppen Erfahrungspunkte bekommen könnten, wenn du Veteranen haben könntest, weil ich würde so gerne das Gefühl haben, dass eine Truppe, die mich schon den ganzen Krieg begleitet hat, nicht einfach irgendein Kanonenfutter ist, wie auch die frischen Truppen, die wir gerade rekrutiert haben. Also so eine Einheit, die im Early Game, die mit der Kavallerie alles rasiert hat, Armeen zerstört hat, die muss doch ein bisschen mehr wert sein. Ich will die nicht im Late Game dann einfach opfern als Speer oder als Kanonenfutter oder als Festungsrammer oder so. Die soll doch ein bisschen besser sein als die frisch rekrutierten Truppen, auch wenn die ein bisschen Moral verloren oder so. Dafür soll sie ein bisschen Veteranenstatus bekommen. Wäre doch cool, oder? Weil dann fühlen sich Armeen ein bisschen besonderer an und man würde die nicht verschwenden. Wäre auch cool, wenn dann die Generäle gleich funktionieren würden, dass die eben dann über die Zeit, über Nutzung, Punkte bekommen, um sich aufzuleveln. Andererseits kann ich sehen, dass man da bestimmt noch Exploits haben kann, da lässt die Infanterie raufrennen von der KI oder so und dann kann der Erfahrung farmen. Es wäre wahrscheinlich nicht ganz so interaktiv, wie man sich dann vorstellt, aber für so ein generelles System wäre ich auf jeden Fall dabei. Wenn alle Truppen Erfahrungen sammeln könnten, das wäre doch dann sehr fair, dann musst du halt gucken, wie du das machen willst. Und ich finde, das wäre auf jeden Fall ganz cool. Die Generäle wahrscheinlich nicht, weil die wären dann sehr schnell auf Max-Level. Das würde ja nicht lange dauern. Aber ja, das wäre trotzdem sehr cool. So, und dann den Bruchmüller brauchen wir eigentlich gar nicht fürs Erste. Der ist ja noch weit weg, auch sowieso von den Punkten. Der braucht noch 100, die wir da bekommen. Der braucht noch insgesamt, okay, den könnte man dann freischalten in kurzer Zeit. Der wäre verfügbar, was kriegen wir hier? Wir haben jetzt 20, achso, wir kriegen, okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Aber klar, der ist erst ab Tag 10 verfügbar, vielleicht müssen wir noch woanders, dann mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall haben wir den ersten General eingesetzt, er ist auch bereits verfügbar, er ist ready. Wir schicken ihn gleich mal nach Süden. Obwohl, wir brauchen wir ihn da überhaupt? Ah, vielleicht schon, wir gucken mal. Wir nutzen ihn dort mal und werfen ihn mal in den Ring und gucken, was passiert. Unser erster General im Kampf. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.